Guck mal hier, wenn man dieses Foto hier auf das neue GPT-4 drauf wirft und fragt, was ist lustig an diesem Bild, dann sagt GPT-4, das Bild ist lustig, weil es absurd ist, einen großen altmodischen VGA-Stecker in die Ladebuchse eines modernen Smartphones zu stecken. Oder hier, das finde ich noch krasser. Erklär dieses Meme hier. Manchmal gucke ich mir Bilder von der Erde an und staune darüber, wie wunderschön alles ist. Ja, und da sagt GPT-4, das Meme kombiniert zwar eigentlich nicht zusammengehörige Dinge, nämlich Bilder von der Erde aus dem All und Chicken Nuggets. Wow. Nur nochmal zur Sicherheit, damit das allen klar ist. GPT-4 ist eine Software, kein Mensch. Oder hier, eine Prüfungsfrage der französischen École Polytechnique. Einfach so als Bild draufgeworfen und gesagt, bitte Schritt für Schritt Frage römisch 1, 1a beantworten. Zack, richtig beantwortet. Und jetzt nochmal so richtig wow. Wow. Ein auf ein Blatt Papier gekritzelte Skizze von so einer Website. Meine Witz-Webseite, hier ein lustiger Joke und wenn ich draufklicke, soll die Pointe kommen. Ja, und dann gibt GPT-4 halt den Code für die Website aus. Okay, wow. Wow. Aber um die Begeisterung mal ein bisschen abzumildern, all diese vier Beispiele haben wir nicht selbst ausprobieren können, sondern kommen von OpenAI, den Entwicklern von GPT-4. Also auf die sogenannten multimodalen Funktionen, also dass man GPT-4 mit Bildern füttern kann zum Beispiel, darauf haben bislang erst ein paar Leute Zugriff. Das ist noch nicht veröffentlicht. Aber die reinen Textfunktionen von GPT-4, die konnten wir schon ausprobieren. Die sind nämlich schon Teil vom kostenpflichtigen ChatGPT. Und das ist auch sehr beeindruckend und deutlich besser als die bisherige ChatGPT-Textqualität. Wow. Sehr lustige Fehler haben wir aber dennoch gefunden. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Wow. Dieses Video wird gesponsert von OnlyOffice. OnlyOffice hat als erste Office Suite ein Plugin veröffentlicht, mit dem ChatGPT direkt in den Editoren verwendet werden kann. Mit dem Plugin lässt sich direkt im Bearbeitungsfenster eine Anfrage stellen, die dann von ChatGPT verarbeitet und beantwortet wird. Dadurch können nicht nur ganze Textpassagen generiert werden, sondern es lassen sich auch Textabschnitte korrigieren und zum Beispiel HTML-Tabellen erzeugen. Das Plugin kann im integrierten Plugin-Manager von OnlyOffice ganz einfach heruntergeladen und installiert werden. Mehr zu OnlyOffice, das mit 10 Millionen Usern weltweit übrigens zu den führenden Open-Source-Office-Plattformen gehört, auf www.onlyoffice.com/de. Werbung Ende. Ja, sind wir denn hier jetzt GPT 3003 oder was? Es gibt ja nur noch Videos zu diesem KI-Kram hier, Menno. Ja. Orbi! Daddy, chill. Eigentlich wäre heute was anderes dran gewesen, aber da ist diese Woche halt GPT-4 angekündigt worden. Ich habe etliche Nachrichten von euch da draußen bekommen, dass wir darüber doch bitte was machen sollen. Und ja, da sind wir doch jetzt wieder mit KI, weil GPT-4 ist halt schon eine große Sache. Aber hä, was ist denn jetzt eigentlich GPT? Ist das nicht das gleiche wie ChatGPT? Nein. GPT ist ein KI-Textgenerator von der US-Firma OpenAI. Die Abkürzung heißt entlang Generative Pre-trained Transformer und das Ganze dient als Motor etlicher KI-Produkte. Ein eigenes User-Interface hat GPT nicht, sondern lässt sich nur über eine Programmierschnittstelle, eine API, anzapfen. Und damit können Firmen dann Produkte bauen, wenn sie denn pro 1000 Token, das entspricht 4 Buchstaben, ein paar Cent bezahlen. Das mit Abstand bekannteste Produkt, das GPT nutzt, bislang in Version 3.5 ist ChatGPT. Aber ich gehe stark davon aus, dass jetzt bald viele, viele Produkte kommen, die die Technik benutzen. Ja, weil es gibt ja nun Version 4.0 von GPT. Das ist eine deutlich verbesserte Variante, das können wir nach unseren Tests jetzt wirklich schon sagen. Was sich aber unter der Haube genau verbessert hat, sagt OpenAI leider nicht. Also zum Beispiel mit wie vielen Parametern das Modell arbeitet. Naja, aber wichtig ist ja ohnehin nur, was es kann und neben der insgesamt besseren Textqualität kann GPT-4 nun eben mit Bildern gefüttert werden. Allerdings geht das bislang nur über die erwähnte Programmierschnittstelle und ja, darauf haben erst sehr wenig Leute Zugriff. Die muss man explizit bei OpenAI beantragen und dann auch genau sagen, was man damit vorhat. Damit konnten wir also noch nicht rumspielen. Eine weitere wichtige Neuerung ist die Menge des Textes, die GPT-4 handeln kann, sprich wie lang die Texte sind, die es ausgeben kann und wie viel Text man zufüttern kann. Insgesamt verwaltet GPT-4 nun 32.000 Token. Und Token sind ja wie gesagt 4 Buchstaben ungefähr, also wären das circa 24.000 Wörter. Zum Vergleich, der gesprochene Text in diesem Video sind ungefähr 2000 Wörter. Franz Kafkas Die Verwandlung etwas über 19.000 Wörter. GPT-4 kann also theoretisch Bücher schreiben. Bei GPT-3 waren das nur ungefähr 3000 Wörter. Und klar kann man sich dann halt auch ein Buch basteln aus mehreren einzelnen Anfragen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht wie aus einem Guss lesen. GPT-4 dagegen kann dann zum Beispiel im letzten Absatz einer Geschichte nochmal auf den Anfang zurückkommen. Es erinnert sich also an den kompletten Text. Dieses große Text
Modell namens GPT-4 32K konnten wir noch nicht ausprobieren, dafür aber das normale, kleinere GPT-4 Modell, weil das ja wie gesagt schon in der kostenpflichtigen Variante von ChatGPT steckt. Das sieht konkret dann so aus: Wenn man einen neuen Chat startet, kann man hier oben zwischen Default, Legacy und GPT-4 wechseln. Legacy ist die älteste ChatGPT Engine auf Basis von GPT-3.5. Default basiert auf GPT-3.5 Turbo, die ist vor allem schneller als die Standardversion. Ja, und GPT-4 ist natürlich jetzt der neue heiße Scheiß. Nicht so schnell wie GPT-3.5 Turbo, dafür aber laut diesen neckischen OpenAI-Bewertungsbalken deutlich besser in Sachen Argumentationskraft und Prägnanz. Ja, und das stimmt wirklich. Schaut mal hier zum Beispiel, haben wir ChatGPT gebeten, einen Rap-Text über Wasserkraft zu schreiben. Gangster-Rap-Style. Und GPT-3.5, naja, das ist ein bisschen lame. Mein Wasserkraftwerk ist mein Vermögen, ich werde es verteidigen bis zum Ende. Und vor allem reimt sich das überhaupt nicht und groovt nicht und noch. GPT-4 dagegen: Wasserkraft, Gangster-Rap, wir reißen den Damm auf mit der Kraft des Wassers, yo, wir pumpen den Jam raus. Da kann man theoretisch wirklich Beats drunter legen. Sollen wir machen? Ach komm. Wasserkraft, Gangster-Rap, wir reißen den Damm auf. Mit der Kraft des Wassers, yo, wir pumpen den Jam raus. Wasserkraft, Gangster-Rap, wir reißen den Damm auf. Mit der Kraft des Wassers, yo, wir pumpen den Jam raus. Steig aus dem Auto mit der Kraft von Mutter Natur. Dreh mich um, seh den Damm und denk, was für eine Struktur. Wasserkraft, Gangster-Rap, wir reißen den Damm auf. Mit der Kraft des Wassers, yo, wir pumpen den Jam raus. Den Jam raus. Wasserkraft, Wasserkraft. Also wirklich ganz klar, GPT-4 ist kreativer. Das neue Bing von Microsoft nutzt übrigens auch schon GPT-4. Das durfte Microsoft offenbar jetzt erst öffentlich sagen. Und da hatten wir im Video ja auch schon festgestellt, dass zum Beispiel die Witze deutlich besser sind als bei dem alten ChatGPT-Modell. Was haben Jan Kino Jansen und Apache 207 gemeinsam? Sie sind beide Experten für Strom. Der eine schreibt über Balkonkraftwerke, der andere rappt über Blitze. Und persönlicher GPT-4 bei mir eh ein Stein im Brett, weil es mich endlich korrekt beschreibt. Bei GPT-3.5 war wirklich alles falsch, wenn man gefragt hat, wer ich bin, inklusive ausgewürfelten Geburtsdatum und irgendwelchen ausgedachten Büchern. Wenn ich GPT-4 allerdings konkret nach Büchern frage, die ich geschrieben haben soll, dann halluziniert es auch wieder Quatsch. Besonders krass ist der Quatsch allerdings, wenn man ChatGPT für Sachtexte nutzen will, also journalistische Texte oder sogar wissenschaftliche, so mit Quellen und so. Auch wenn Wissenschaftsverlage Lage, das Arbeiten mit ChatGPT, sagen wir mal, zumindest kritisch sehen, wird sich das in Zukunft ja vielleicht mal ändern. Ganz ordentlich funktioniert das jedenfalls mit so Themen, die schon omnipräsent sind im Internet. Wenn ich ChatGPT zum Beispiel darum bitte, dass es mir einen wissenschaftlichen Aufsatz über die Markteinführung des iPhones schreibt, dann funktioniert das gut. Wir haben in unserem Test festgestellt, dass die Art und Weise, wie ChatGPT sich jetzt ausdrückt, wirklich deutlich besser ist. Ich habe mir wirklich oft gedacht, hätte ich auch nicht schöner schreiben können. Aber gerade beim wissenschaftlichen Arbeiten ist das Angeben von Quellen ja super wichtig. Und damit hatte ChatGPT in der Vergangenheit so seine Problemchen. Bei unserem iPhone-Beispiel hier macht ChatGPT einen echt guten Job und sucht passende Quellen raus, die man auch so in einer wissenschaftlichen Arbeit angeben könnte. Problematisch wird es aber, wenn man ChatGPT bittet, einen wissenschaftlichen Text über ein unbekannteres Thema zu schreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit über den deutschen Kameramann Gernot Roll schreiben möchte, kommt GPT-4 immer noch ganz schön ins Schwitzen. Der Text, den mir die neue Version von ChatGPT liefert, ist zwar viel besser als vorher, aber leider noch immer super ungenau. Die Firma, an denen Gernot Roll mitgewirkt haben soll, stimmen in einigen Fällen einfach nicht und das Buch, das mir ChatGPT als Quelle dafür angibt, existiert nicht mal. Aber wenigstens nimmt ChatGPT meine Korrekturvorschläge freundlicher auf als Bing. Aber genau diese Ungenauigkeiten haben System. Die Sprachmodelle wollen mir so dringend Antworten liefern, dass es sich zur Not einfach welche ausdenkt. Das wird auch deutlich, wenn ich mir hier mal was über die neueste Apple Watch Ultra schreiben lassen möchte. Denn auch wenn ChatGPT immer wieder darauf hinweist, dass es nur Informationen bis zum
September 2021 hat. Wenn man es aber darum bittet, einen Artikel über ein Produkt zu schreiben, das erst danach auf den Markt gekommen ist, macht es das in den meisten Fällen trotzdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text über die Apple Watch Ultra haben möchte, erfindet ChatGPT einfach irgendwelche Fakten und zeigt mir den gleichen Text, wie wenn ich nach der Apple Watch Mega 3003 frage. GPT-4 ist also in vielen Sachen schon echt gut, aber erfindet eben Dinge. Das gibt OpenAI übrigens auch offen zu. Auf der Website steht schwarz auf weiß. Am wichtigsten ist, GPT-4 ist noch nicht vollständig zuverlässig. Es halluziniert Fakten und macht Denkfehler. In den meisten Bereichen liegt die Genauigkeit laut OpenAI noch unter 80%. Das heißt also, bei 80% der Antworten würden Menschen mit Expertise in diesem Bereich sagen, alles korrekt. Bei 20% der Antworten gibt es aber noch Fehler. Das ist zumindest laut OpenAI schon deutlich besser als bei den älteren Modellen. Ganz interessant übrigens, es gibt schon etablierte Benchmarks, mit denen man solche Sprachmodelle testen kann. Zum Teil sind das speziell auf Sprachmodelle ausgelegte Tests, zum Teil aber auch standardisierte Prüfungen wie das juristische Bar-Exam aus den USA. Und laut OpenAI, das muss man immer dazu sagen, deklassiert GPT-4 die gesamte Konkurrenz bei diesen Tests. Aber das muss man halt auch sagen, ist GPT-4 halt komplett closed source und kommerziell. Was das heißt, das merkt man ja jetzt schon. Zugriff über ChatGPT bekommen nur Leute, die umgerechnet 23 Euro im Monat für ChatGPT Plus bezahlen. Und das ist dann womöglich die Zukunft. Wer tolle Sachen mit KI machen will und damit vielleicht sogar bessere Chancen in Schule und Beruf hat, ja, das geht eben nur für Leute, die das bezahlen können. Also Leute, die sowieso schon bessere Chancen haben. Ich hoffe, dass da in Zukunft Open-Source-Alternativen entstehen, nur ist es zurzeit noch sehr teuer, diese Sprachmodelle zu trainieren. Aber zum Beispiel hat Meta neulich erst Llama veröffentlicht, ein Sprachmodell, das durchaus mit GPT mithalten kann und so halb Open-Source ist, auf das Forschungseinrichtungen Zugriff beantragen können. Ja, und die benötigten Daten, übrigens 219 Gigabyte, hä, wo weiß ich das eigentlich, sind längst als Torrent in der Welt. Hab ich zumindest gehört. Und was immer krasses passiert, wenn man Sachen in die Welt entlässt, Leute machen crazy Sachen damit, mit denen die ursprünglichen Macher gar nicht gerechnet haben. Zum Beispiel das Llama-Sprachmodell auf einem Raspi laufen zu lassen. Obwohl das eigentlich für irgendwelche Nvidia A100-Karten konzipiert ist, die fünfstellig kosten. Interessiert euch das womöglich? Also die ganze Hardware-Seite dieser KI-Systeme, sollen wir dazu mal ein Video machen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert natürlich und Glocke und so. Ihr wisst schon. Mein Fazit zu GPT-4. Es ist wirklich so beeindruckend, wie schnell sich das alles entwickelt. Während man bei den alten GPT-Versionen wirklich noch einmal gemerkt hat, dass hier einfach nur so ein stochastischer Papagei Wortwahrscheinlichkeiten ausrechnet, da hat man hier wirklich schon sehr häufig das Gefühl, dass man mit menschlicher Intelligenz interagiert. Und dass das System jetzt auch noch sehen kann und das, was es sieht, verstehen, das ist wirklich ein Schritt Richtung AGI, also Artificial General Intelligence, künstliche allgemeine Intelligenz, also echte Intelligenz. Ich sage euch Leute, diese Technik wird sehr viel verändern auf der Welt und ich hoffe wirklich nur zum Guten. Tschüss. Ja, und da wir natürlich alle Text-KIs mit einem Witz testen, in dem Martin Luther einen Schokoladenkuchen und einen Raspberry Pi drin vorkommen muss, testen, haben wir GPT-4 natürlich auch nach einem solchen Witz gefragt. Und der geht so. Eines Tages beschloss Martin Luther, ein bisschen Spaß zu haben und lud einen Raspberry Pi und einen Schokoladenkuchen zu einem Wettstreit ein. Wer von ihnen könne die meisten seiner 95 Thesen verstehen? Zuerst versuchte der Schokoladenkuchen, doch jedes Mal, wenn er etwas sagen wollte, brach er einfach in Stücke. Der Kuchen war lecker, aber definitiv nicht der beste Gesprächspartner. Dann war der Raspberry Pi an der Reihe. Nachdem er alle 95 Thesen gelesen hatte, gab er seine Antwort: Ich habe zwar keine Reformation im Sinn, aber ich kann alle 95 Thesen in 95 Sekunden herunterladen und in einem 3D-Modell von Wittenberg visualisieren. Martin Luther war beeindruckt, doch bevor er den Sieger verkünden konnte, tauchte ein hungriger Mönch auf und aß den Schokoladenkuchen auf. In diesem Moment erklärte der Raspberry Pi: Ich sehe, der Mönch hat die süße Verlockung der Sünde gewählt. Lass mich dir helfen, Martin, eine neue Diät-Thesenliste zu erstellen. Die 95 Leckerbissen der Reformation. Und so begann eine unerwartete Freundschaft zwischen Martin Luther und dem Raspberry Pi, die schließlich zur Gründung des ersten himmlischen Computerclubs führte, dessen erster Punkt auf der Tagesordnung war, wie man göttlichen Schokoladenkuchen backt, ohne die Thesen zu verlieren. Ja.